Willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und in der letzten Folge, ja, gab es einen schönen, geschmeidigen 4:1-Sieg mit meinem Silberteam in der Liga 1. Lief auf jeden Fall sehr gut. Lukaku zweimal getroffen, Benteke einmal und Gardner. Und in dieser Folge wollen wir dann wieder mit meinem, ja, hier heißt es Premier-Liga-Team spielen. Das war der alte Pokal. Aber eigentlich, da verbirgt sich doch ein bisschen was Geileres dahinter, nämlich ein Team of the Year, Ronaldo, Mayuka im Sturm und auch Ben Arfa dabei. Und mit dem Team werden wir jetzt hier spielen. Und ich habe die letzte Folge mit so einem kleinen Teaser beendet, denn ich wollte euch noch was erzählen. Und ihr merkt es ja gerade, das ist jetzt hier gerade Folge 99. Und dann haben mich auch schon sehr viele Leute in den Kommentaren oder auch auf der Gamescom gefragt, hey, Taz oder Benny, wie sieht's aus? Gibt es eine besondere Folge zu Episode 100? So als kleines Special. Und das bringt mich jetzt auch so wieder so ein bisschen zur Gamescom. Denn ich hatte ja eigentlich vor, oder wir hatten eigentlich vor, auf der Gamescom auch so ein bisschen was aufzuzeichnen in unserem Apartment. Wir hatten ja ein Apartment gemietet, da waren wir zu viert. Joshua, Georg, Malte und ich. Und ich hatte extra eine Playstation mitgebracht aus München. Georg hat einen Elgato mitgebracht, die er dann auch dort vergessen hat, wie sich das gehört. Und so hatten wir all unser Equipment rangebracht. Malte noch mit dem Mikrofon, weil wir auch gedacht haben, ja geil, da können wir noch mal ein bisschen aufzeichnen zusammen. Und dann wäre auch meine Vorstellung gewesen, ja, das wäre eine richtig geile Folge geworden, mit Joshua, Georg und Malte und mir eine Let's Play Ultimate Team Folge aufzuzeichnen. Wäre auch ein ziemlich cooles Special geworden. Ja, nur so einfach geht es nicht während der Gamescom, dass man sich so mal sagt, ja, haben wir gerade mal so eine halbe Stunde, wo wir nichts zu tun haben und zeichnen wir jetzt mal ein bisschen auf. So war es leider nicht, dazu sind wir einfach nicht gekommen, weil man doch irgendwie so nach einem Messetag einfach froh ist, wenn man das geschafft hat, was man einfach auf der Messe zu erledigen hat und auch anderweitig einfach durchgekommen ist. Die ganzen anderen Videoproduktionen, wie halt die FIFA 14 Videos, wie die Sachen, die auf der Gamescom an sich produziert worden sind, wie zum Beispiel irgendwelche Rundgänge oder ja, Vlogs etc. Und dadurch kommt man dann einfach nicht dazu, noch anderweitiges aufzuzeichnen. Im Endeffekt, alles, was wir mitgebracht haben, eigentlich mehr oder weniger umsonst mitgebracht. Und daher haben wir dann sowas nicht aufgezeichnet. Und jetzt zur ursprünglichen Frage. Ihr seht übrigens gleich, dass ich gerade umstelle. Ob ich ein 100, also ob es eine Spezialfolge zur 100. Folge geben wird. Und ja, jetzt gerade ist 99 und ich muss ganz sagen, ich habe noch nichts für die Episode geplant, für Episode 100. Von daher ist es unwahrscheinlich, dass es ein Special geben wird. Bin ich jetzt auch nicht so der Riesenfan davon, irgendwelche Specials zu machen. Ich hoffe eigentlich, dass ich mein Let's Play Ultimate Team an sich so spannend und abwechslungsreich gestalte, dass irgendwo so an sich genug Abwechslung drin ist, ohne dass ich jetzt ein besonderes Special mache. Aber gut, wenn das nicht so ist, dann tut es mir leid. Aber ich denke, so kurzfristig, vor allem in der jetzigen Phase, ist es dann einfach super schwer, dann noch an irgendwelchen Specials zu arbeiten. Komm, den ziehen wir mal in die lange Ecke. Ja, aber Adler ist da. Weil momentan ja FIFA 14 ganz heißes Thema, wie auch unsere Webseite, die ja jetzt schon in Auftrag gegeben wurde. Und da müssen ja auch Inhalte ausgearbeitet werden. Ja, da kommt viel zusammen. Und Ben Arfa denkt sich auch, da kommt viel zusammen. Zimmert hier richtig schön einen aufs Tor, aber Adler ist da. So, und ihr habt gesehen, ich habe auf ein 4-1-2-1 umgestellt. Finde ich einfach mit diesem Spielermaterial echt eine gute Möglichkeit. Weil man mit Mayuka und Ronaldo zwei richtig gute Stürmer hat. Mit Kaká auch einen guten ZOM. Schneiderlin ist ein typischer Abräumer. Und, ja, nee. Schade, hätte ich gedacht, da könnte was draus werden. Jetzt sieht es gefährlich aus. Und ein Ben Arfa kann man gut auf den Flügel stellen. Nasri auf den Flügel, nicht ganz optimal, aber geht auch. Mal hier kurz. Eieiei. Ey, was lässt er den denn durch? Habe ich anscheinend durchgelassen gedrückt. Das ist natürlich auch ein richtig krasser Ball. Maicon kann ihn gerade noch so verhindern. Ansonsten wäre es jetzt hier richtig bitter geworden. Noch. Es geht weiter so. Aber hier blockieren wir jetzt einfach mal so ein bisschen. Nee, das wird nichts. Nee, ei. Ja, hallo, gib mal jetzt mal den Ball her. Ja, alle guten Dinge sind drei, hat nicht ganz so funktioniert jetzt. Alter, wie viel Glück hat denn der? Ich habe jetzt gerade ungefähr fünfmal innerhalb von einer halben Minute den Ball rausgespielt und jedes Mal ist er bei ihm gelandet. Verarschen. Mal hier rüber. Na, scheiße. Habe ich. Kurz hier raus. Ach, scheiße. Eieiei. Das ist natürlich auch ein geiler Schuss. Also gerade kommt nicht so wirklich der Spielfluss auf. Der Gegner, was für eine Formation hat der gespielt? Ich glaube in einem 4-3-2-1. Kann das sein? Alter, wie schwer ich mich tue. Kurz.
So, jetzt könnte es interessant werden. Ach, das mache ich schwach. Ich laufe einfach in den Gegner rein. Ich wollte mit dem L2-R2 an ihm vorbeiziehen, aber jetzt hier lang auf Ronaldo. Nee, müssen wir ablegen. Jetzt hier durchchippen vielleicht. Ah, das war gar nicht Ronaldo, sondern Kaká. Oh, jetzt gibt es einen Freistoß. Das ist natürlich auch geil. Das ist nämlich eine richtig geile Position für Ronaldo. Habe ich letzte Zeit mal richtig ein paar geile Dinger mit ihm rausgehauen. Der könnte auch gut kommen. Adler! Mit einer starken Parade. Uiuiui. Und jetzt... Ich habe kurz gedacht, er hätte jetzt gerade den Einwurf verhindert, dass er bei uns ist. Ja, stark. Starker Einwurf. Komm, probieren wir einfach mal. Das war nix. Hätte Marcelo auch mit links schießen können, anstatt mit rechts. Weil ich glaube, sein linker ist deutlich besser. Ja, oh, was für ein geiler Pass eigentlich, aber er kommt leider nicht ganz ran. Sonst wäre das richtig Porno gewesen. Oh ja, Mayuka. Ah, leider kann ich jetzt hier gerade nicht richtig Tempo aufnehmen. Aber hier vielleicht, ja. Nehmen wir mal durch. Schusstäuschung. Santana eigentlich das Tackle ins Leere und sowas kann dann häufig auch mal einen Elfmeter geben. Nur hat er dann irgendwie doch gelöst bekommen. Und Esvan läuft hier einfach mal an allen vorbei und sweatet jetzt hier. Was jetzt gerade nicht so wirklich das beste Mittel der Wahl war. Und so steht es dann weiterhin 0-0. Hui. Der Gegner geht sehr aggressiv drauf, wodurch ein ruhiger Spielaufbau sehr schwer ist. Ja, laufen einfach mal vorbei. Komm, ziehen wir mal voll drauf. Ach du Scheiße, was für ein unglaublich schwacher Abschluss. Der Adler hat nicht mehr irgendwas gemacht, weil dem klar war, der schießt gerade am Tor vorbei. Warum hat er denn jetzt gerade das Tor nicht getroffen? Der Ball lag auf dem starken Fuß. Absolut richtig gute Ausrichtung. Von daher habe ich da gerade keine Erklärung dafür, warum man da gerade das Tor nicht getroffen hat. Ich hätte ja noch weiterlaufen können, aber ich war mir so sicher, dass er davon da reinschießt. Ja. Ja. Nö. Schön. Ja, das wird's wohl sein. Und Mayuka schlänzt ihn dann hier wunderschön am Torhüter vorbei. Da haben wir nochmal ein paar Übersteiger und dann mit einer Körpertäuschung da reingezogen. Und dann habe ich zu viel Raum. Und den, ja, platziert er schön zum 1-0 auf Mayuka. Ist Verlass. Der trifft das Tor aus den vernünftigen Positionen. Und so gehen wir dann jetzt hier in Führung. David Luiz lässt ihn einfach gegen den Kopfball in den Ball. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, Bälle anzunehmen. Oh, Ronaldo. Ja, na, wollte ich jetzt zum Heel-to-Heel ansetzen, aber Gebre Selassie ist vorher dran. Und Schneiderlin, sehr schön. Okay. Jetzt haben wir sehr viel Raum. Ah. Jetzt müssen wir ein bisschen den Ball vernünftig spielen. Ah, fast. Aber der könnte noch was werden. Ja, Mayuka, pass auf. Zah, schade. Oh, da spielt der Schiedsrichter ein bisschen mit. Blockiert hier fast den Pass. Und da oben ist Ronaldo frei. Der ist nicht im Abseits, aber leider zu lang gespielt von Kaká, glaube ich. Da fehlt er hier nochmal fast den Ball. Nee. Ah, kommt er gut ran mit Alaba. Und jetzt ist hier gerade allerhöchste Eisenbahn. Und da kommen wir mit Joe Hart dran. Den habe ich jetzt recht früh rausgeholt. Normalerweise nutze ich das dann entweder so, dass ich dann nochmal zurückziehe. Aber hier habe ich jetzt gerade gesehen, dass es lang mit dem Durchziehen. Und dann habe ich dann auch durchgezogen. Das ist der Vorteil. Oh, schön von Maicon. Wollen wir kurz spielen? Mal weiter auf Ben Arfa. Oh. Irgendjemand hat mir letztens geschrieben, dass ich ihn falsch betone. Aber ich weiß gerade nicht, was richtig und falsch ist. Oh, schade. Der hat eigentlich auch mal ganz gute Schlänze, aber hier hat es nicht ganz geklappt. Oh, der könnte gefährlich werden. Das hasse ich ja, wenn jetzt hier Mayuka im Abseits rumschimmelt, anstatt da einfach mal seinen Arsch rauszubewegen, weil er sieht, dass der Abwurf, ja, auf meinen Mann kommt. Schade. Das könnte dann ein sehr einfaches 2-0 sein. Ben Arfa. Ich glaube, Ben Arfa, muss ich sagen. Oh, nee. Ja. Wow. Den habe ich jetzt schon drin gesehen, wollte gerade sagen, ja, hat er schön gespielt, schönes Tor.
Aber ist ganz, ganz knapp am Tor vorbei und dadurch steht es immer noch weiterhin 1-0. Ich denke, wäre jetzt auch ja, ein bisschen unverdient gewesen, das 1-1. Aber wenn es dann so schön ja, gemacht ist, dann kann ich da auch drüber hinwegsehen. Nee. Von Ronaldo hier in diesem Spiel bis jetzt noch nicht so viel zu sehen. Probieren wir mal in der zweiten Halbzeit ein bisschen in Szene zu setzen. Ja, da ist er irgendwie gerade nicht so richtig auf dem Posten. Ja. Oh, und jetzt hier zweimal Viereck auf Ronaldo und der mit dem Volley-Schuss, aber Boateng schmeißt sich da rein. Und mal wieder hier in Krankenwagen, aber ich glaube, den habt ihr jetzt nicht gehört. Das ist also, merke ich, uiuiui. Das ist natürlich auch nicht so geil. Hm. Habe ich aber hier. No! Wie kommt denn Eswein da ran? Kurz hier. Chip. Und dann Majuka. Schlechte Ballannahme. Na, schlechte Ballannahme und Mitnahme. Wodurch ich dann die gute Chance hier nicht ausnutzen kann, die sich da eben fast ergeben hätte. Ah. Och, Majuka blockiert jetzt hier Ronaldo und dann gibt's Abseits. Oder was war das jetzt hier? Immer so geil, wenn einem die eigenen Stürmer und Mitspieler in den Weg reinlaufen und dann Abseits gibt. Da ist die Freude riesig. Bis dahin eigentlich ein ganz schönes Solo von Ronaldo. Und jetzt hier durchlegen und Majuka auch schon wieder so eine schlechte Ballmitnahme. Also heute klappt es nicht so wirklich. Meine beiden ja, Stars in diesem Team funktionieren nicht so wirklich. Ronaldo trifft das Tor nicht. Majuka hat Probleme mit den Ballannahmen. Hätte schon 3-0 stehen können. Wenn ein bisschen mehr aus den Situationen rausgeholt worden wäre. Yeah. Hm. Jetzt, komm, der muss es sein. Ei, das gibt's doch nicht. Und dann Kaká im Nachsetzen, im Nachfassen quasi. Ja, rutscht ihm der Ball vor die Füße und Kaká rutscht in den Ball hinein. Zum 2-0 macht er stark. Hat er aufgepasst, der kleine Junge. Der kleine Junge, es passt überhaupt gar nicht. Kaká ja inzwischen so, ja, fast in seinen letzten Zügen in seiner Karriere. Kleiner Junge, passt überhaupt gar nicht. Aber ich bin stolz auf ihn, dass er das richtig gut gemacht hat. Und so steht es dann hier 2-0. Ein bisschen relaxer jetzt hier das Ganze. Und den weiter auf Ronaldo. Oh, was für ein schöner Ball. Und den jetzt hier am Tor vorbeischlenzen. Und dann ist das 3-0. Schöner Ball hier von Majuka auf Ronaldo. Zack, durchgespitzelt. Und dann keine Probleme mehr, wenn man sofort durch ist mit Ronaldo. Team of the Year. Sollte das doch ein Tor werden. Oh, da spielt er mir ganz schön in die Füße. Machen wir nochmal so einen Ball auf Ronaldo. Und dann wird er hier ganz schön umgehauen. Gibt aber keinen Foul. Also, das ist eigentlich eine Verhinderung einer klaren Torchance. Und damit rot. Oh, jetzt lässt er sich. Ist anscheinend demotiviert jetzt gerade. Lässt er sich ein bisschen hängen. Jetzt kommt er doch wieder gut nach vorne. Spielt er mit Daumen in die Füße. Kurz hier. Jetzt. Ah. Was machen wir jetzt hier? Laufen einmal weiter. So eine Situation ist manchmal gar nicht so verkehrt, einfach weiterzulaufen. Schade. Hätte ich jetzt auch den dritten ausgetrickst, dann wäre es richtig schön geworden. Leider hat es dann da beim dritten aufgehört mit Luis Gustavo. Schon wieder bei Luis Gustavo hängen geblieben. Ist ja auch ein richtig guter Zweikämpfer. Den chippt er jetzt hier gleich in die Mitte. Nee. Oh, jetzt quitt er rein. Ja, zweimal jetzt gerade getippt, was er machen wird. Zweimal daneben gelegen, aber trotzdem konnte ich es verteidigen. Zieh lang auf Ronaldo. Der sieht richtig geil aus. Oh. Ja. Ach du Scheiße. Ich wollte jetzt hier weiter durchlaufen und eine Rabona-Flanke auf Majuka probieren. Hat nicht funktioniert, wie man auf beeindruckende Art und Weise gesehen hat. Komm, mit Majuka hauen wir jetzt mal einen raus. Komm, der kommt. Oh, schade. Fast. Ein strammer Schuss hier in die lange Ecke, aber leider doch ein bisschen zu hoch, ein bisschen zu weit daneben. Aber der hätte fast gut eingeschlagen. Ihr wisst ja, wie ich begeistert davon bin, wie Majuka das schafft manchmal. Ich habe auch übrigens einen Producer von FIFA gefragt, woran das liegt. Ich weiß nicht, ob das Interview schon online ist, aber ja, ich habe so eine Theorie gehabt, dass ja, ein Majuka
einfach ein höheres Sprinttempo hat und dadurch vielleicht seine Schüsse auch stärker kommen. Oh, probieren wir es nochmal so, oder? Ah, oh, der wird geblockt. Ah, hier nochmal geblockt und dann Schusstäuschung. Wow, schade. Und das Interview, weiß ich nicht, wann das kommt. Auch auf der Gamescom natürlich gemacht, habe ich mit Marcel Kuhn und Sebastian Ricke, vielleicht diejenigen, die sich ein bisschen mehr damit beschäftigen, kennen die Namen, weil ich hatte schon mit beiden auch die Gelegenheit, vorher schon mal zu sprechen bei anderen Informationsevents. Das ist nur so am Rande, fällt mir gerade ein. Gut, richtig geiler Heatshop in den Gegner hinein. Beeindruckend stark. Oh, das könnte... Oh, ich hoffe, dass... Ja? Ja, da habe ich jetzt echt ein bisschen Glück gehabt. Und dann habe ich dann da wieder direkt Pech. Ja, ist der Ball mir unglaublich glücklich vor die Füße von Ronaldo gefallen. Und dann schießt er da am leeren Tor vorbei. Kann man mal machen. Spielen wir mal durch. Das ist auch ein schöner Pass. Und der könnte dann hier... Ja, der ist 4:0, glaube ich, jetzt hier mit Ronaldo. Richtig schön durchgesteckt von KK auf Ronaldo und dann 4:0. Gegner nicht mit so viel Gegenwehr. Probiert er zu sehr auf S-Wein zu bauen. Da läuft der Ball jetzt hier richtig rund. Und Majuka schon wieder nicht mehr abseits. Holt schon wieder den Teuter raus. Ja. Und dann könnte das 5:0. Jo, alles klar. Wenn man dann auch immer das Verteidigen einstellt, dann wird es natürlich einfach mit Majuka oder Ronaldo Tore zu schießen. Und dann kommt dann hier so ein eindeutiges Ergebnis raus. Wobei es zwischendurch eigentlich ein bisschen enger aussah. Oh, jetzt lässt er mich einfach mit Ronaldo laufen. Ich glaube, er ist nicht mehr da, oder was? Also, keine Ahnung. Haben wir ihn jetzt einfach durchlaufen lassen. Dann haben wir noch das 6:0. Ich glaube, weiß gar nicht, ob er jetzt noch den Anschluss... Ah, er ist anscheinend doch noch da. Dann sah es einfach nur so aus, weil Ronaldo so schnell ist. Weiß ich nicht, aber... 6:0 ist, denke ich, auf jeden Fall ein ganz amtliches, stattliches Ergebnis. Und so steht es halt jetzt, glaube ich, nach... Also, wenn man die Tordifferenz von den ersten beiden Spielen nimmt, haben wir mal einfach 10:1. Das ist natürlich sehr gut. Ronaldo mit drei Treffern, Majuka mit zwei Treffern. Also, die beiden... Bei denen läuft es sehr gut. Dadurch, dass natürlich dann auch beide im Sturm spielen, haben sie natürlich auf jeden Fall sehr gute Gelegenheiten, da ein bisschen an der Torquote zu schrauben. Ich glaube, bei Ronaldo ist sie auch ungefähr bei 2 Treffern pro Spiel, was auf jeden Fall ziemlich geil ist. Können wir kurz reinschauen. Gehen wir auf Mannschaft. Und Ronaldo, ja, fast. Er bräuchte noch 5 Treffer mehr, dann wäre es die 2:1 Quote gewesen. Ich glaube, Majuka ist ein bisschen abgefallen, dadurch, dass ich ihn jetzt da in einem System gespielt habe, wo ich ihn zum Beispiel bei 4-3-2-1 auf dem Flügel habe spielen lassen. Dadurch schießt er da nicht mehr ganz so viele Tore, aber bei ihm ist auch noch auf jeden Fall sehr gut. Ben Arfa hat auf jeden Fall deutlich nachgelassen, aber bin ich auch noch mit zufrieden. In diesem Team wird es auch bald Umstellungen geben, einfach aufgrund eines kleinen Details, einfach von Planungen, die ich habe. So ein kleiner Spoiler schon mal vielleicht für ein Team, was ich demnächst plane, aber wird dann irgendwann mal kommen, könnt ihr euch drauf freuen. Nächste Folge dann, wie gesagt, Episode 100 und ich habe jetzt noch kein Special geplant. Ihr solltet auch bitte nicht damit rechnen, sodass ihr nachher irgendwie enttäuscht seid oder ähnliches. Ansonsten, ja, schauen wir mal, was es in der nächsten Folge gibt. Bis dahin, haltet euren Kasten sauber, euer Tess. Hallo und herzlich willkommen hier von der Gamescom 2013. Heute ist der erste offizielle Tag. Heute ist der Mittwoch, der Fachbesuchertag.